jetzt erstmal anschleichen. Wo muss ich mich jetzt erstmal anschleichen? Hallo! Hallo, lieber Vater! Ja, hier ist mein Vater. Oh, eine Action-Tür. Ja. Tornado Stream. Wichtig, alle Behälter sterilisieren. Und sterilisieren deswegen, um alle Keime und Bakterien abzutöten. Weil sonst funktioniert das Einkochen nachher nicht. Und auch wenn man es nicht sieht, wir haben uns die Hände gewaschen. Also immer schön dran denken. Die Hände waschen, ganz wichtig. Wie viel brauchst du denn jetzt von den Tomaten? Na so, ich habe so geschätzt 4 Kilo ungefähr. Okay. Weil ein Großteil dieser Menge kocht denn ja ein. Alles klar, bis dann. Geh weg. Schönste Tomate. Tomato. Oh, it's falling down. Musst du mir helfen? Das ist ja zentnerschwer. Da sind sie. Und aus diesen ganzen Zutaten hier, also Tomaten, dann haben wir hier, was aussieht wie Erbrochenes, ist eine geriebene Kartoffel, die dient zur Bindung. Weil wir wollen ja, das ist eigentlich der Hauptgrund, warum wir Ketchup machen. Man könnte ihn ja auch billig kaufen. Aber wir wollen der Industrie, vor allen Dingen den vielen Chemikalien, ein Schnippchen schlagen. Und das ist unser Kampf gegen den Dosenfraß. Einmal eine Kartoffel und ein köstlicher Apfel. Wegen der Bindung, weil Äpfel enthalten Pektin. Das nimmt man auch so für Marmelade. Das ist so, das so geleeartig wird. Okay, einfach schon. So, für den Geschmack nehmen wir Lauch und Zwiebeln. Zwiebeln? Und Sellerie und dieses Paprika. Lecker. Paprika. Paprika. Für die anderen Zutaten hier Lauch und Zwiebeln und Sellerie. Wir hätten uns natürlich auch einen Brühwürfel nehmen können, aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja keine Chemie. Deshalb haben wir, weil wir sind ja manipuliert von der Lebensmittelindustrie, rote Beete dazu geschnitten. Die färbt unseren Ketchup schön rot. Weil ohne dem, sieht ihr schon den Farbunterschied, wird der Ketchup ziemlich hell bleiben. Für die Haltbarkeit brauchen wir Rohrzucker oder Zucker überhaupt. Wir haben uns für Zucker entschieden. Umgerechnet die Menge sind ungefähr pro 100 Gramm so 3 bis 4 Gramm. Hält sich eigentlich in Grenzen. Der dient eigentlich zur Konservierung mehr und natürlich auch ein bisschen Geschmack. Und Essig brauchen wir auch für die Haltbarkeit, weil die Säure ist der Feind der Bakterien. Ach, deswegen der Essig? Ja, ja. Damit die Bakterien kaputt gehen? Oder die sich nicht so stark entwickeln. Und zum anderen auch ein bisschen Geschmack. Und natürlich unsere Gewürzmischung. Das ist den Pfeffer, Paprika, ein Lorbeerblatt. Steht alles in der Anleitung. Guckt mal, wie schön viel Mühe der sich gegeben hat, der Vater. Das Auge ist mit. Jetzt hat er erstmal die ganzen Zutaten da rein beworfen in den Topf. Jetzt kommen die Tomaten. Die zerschneidest du erstmal, ja? Die zerschneiden wir nicht in allerkleinste Stückchen, aber so, dass das schneller kocht. Das ist ja eine lustige Tomate. Ich weiß nicht, ob wir die nehmen können. Bestimmt gehen verhindert. Und immer schön umrühren, weil das könnte anbrennen. Hightech. 30 Minuten. Ui, Linse beschlagen. Ja, drauf gespuckt. Ja. Jetzt kommt ja der Akt, wo wir das durchsieben, weil die vielen kleinen Körner, das kriegt man nicht klein. Machen wir jetzt Ketchup. Dann nehmen wir der Gewürzmischung, was wir jetzt eindeutig erklärt haben. Zack. Zucker, nicht alles. Vielleicht geben wir den Rest danach zu. Und jetzt kommt noch der leckere Essig dazu.
Noch nicht alles. Wollen wir mal sehen, wie das am Schluss aufgeht. So, und wenn euch jetzt die Konsistenz noch nicht gefällt von dem Ketchup, könnt ihr das Ganze kochen lassen oder ihr benutzt Kartoffelstärke. Hierbei ist bloß wichtig, es muss nochmal aufkochen, sonst bindet die Stärke nicht. So, und zu guter Letzt nehmt ihr euch noch eine Geschmacksprobe, kühlt diese erstmal in ein Wasserbad ab. Wichtig ist, der Ketchup muss im kalten Zustand abgeschmeckt werden, weil wir wollen ja auch diese Tomatensauce im kalten Zustand verzehren. Jetzt ist mein Vater gerade dabei, die Abfüllstation vorzubereiten. Hier sieht man mal wieder, Organisation ist alles. Und warum füllst du das jetzt heiß ab? Erkläre ich dir gleich. Wir nehmen diesen Twist-Off-Verschluss und verschließen sofort das Püllchen. So, jetzt passiert Folgendes. Die warme Luft kühlt ab, zieht sich zusammen und der Deckel klitscht runter und es ist luftdicht verschlossen. Schön umrühren. Schön. Flasche Nummer 3. Zieh die anderen drei auch mal nach. Pass nicht, dass die kaputt drehen. Aua. Also, wir haben es tatsächlich geschafft, 4 von diesen Flaschen abzufüllen. Und hier ist unser Versuchsobjekt. Jetzt fürs Federchen. Lecker, lecker. Erlieseste Konsistenz. So, an der Stelle beenden wir das Ganze. Ich möchte mich bei euch verabschieden und mein Vater hat das Schlusswort. Sag was. Macht's gut, Freunde. Bis neulich. Guten Hunger, guten Appetit. Tschüssi.